Ja, herzlich willkommen. Schön sind ihr da, schön habt ihr meine Einladung angenommen, dass ich euch ein bisschen für Brot und Rennen erzähle. Das Projekt steht jetzt vor der Tür. Und Emotionen, liebe Freunde, gebt ihr mir. Emotionen, ihr gebt mir Kraft, ihr gebt mir Energie, dass ich das machen tue und machen will. Weil es ist fantastisch, wenn man sich einsetzt für Menschen, die nicht unbedingt auf der Sonnenseite im Leben gestanden sind. Und ihr gebt mir die Energie zurück, weil ihr so zahlreich erschienen seid, indem dass ihr mit dem mal zeigen könnt, hey, es ist cool, was du machst, es ist lässig, dass du dich für Menschen einsetzt, weil sie Unterstützung braucht. Aber jetzt, die Spannung steigt, ich bin grausam nervös, um euch jetzt das Projekt 2020 zu präsentieren. Das Projekt 2020 steht unter dem Namen Charity Tour de Suisse. Der Name lässt schon ein bisschen erahnen, dass der Kanton Graubünden mir nicht mehr lange geht. Dass wir ein bisschen eine Runde weitergehen. Ja, wie könnte das aussehen? 26 Kantone, aber 27 Halbmarathon. Kommen wir ein bisschen später zu dem, was ich denn mit dem genau meine. Wie sollte das Projekt ablaufen? Der Start ist im Kanton Graubünden, ist definiert. Und zwar am Montag, 8. Juni, werde ich zu meinem ersten Halbmarathon starten. Und werde dann mich auf die wunderschöne Reise begeben durch alle Kantone der Schweiz. In Appenzell habe ich scheinbar ein Problem, zum einen Halbmarathon zu laufen. Dann müssen sie wahrscheinlich etwa 30 Mal um die Kirche laufen. So sind jedes Mal im anderen Kanton. Ich bin dann gespannt. Da sind wir dann sehr, sehr kreativ, wie denn das Ganze soll aussehen. Das Ziel ist im Kanton Graubünden. Also ich werde ein zweiter und der letzte im Kanton Graubünden. Und damit das natürlich eine richtige Sause gibt, haben wir das von Samstag genommen. Am 4. Juli komme ich da an. Selbstverständlich werde ich viele Kilometer machen, aber zwischen den einzelnen Kantonen muss ich fahren. Ja, da sehen wir auf der einen Seite, es ist im Fall immer das gleiche Auto. Darum mache ich Projekte, weil wenn ich es hierher bringe, wird es geputzt. Ja, das ist super für mich. Nein, Spaß beiseite. Damals ein sehr grosszügiger Sponsor von meiner ganzen Geschichte, Rudi Rentgeschichte. Und Damag ist, da sehen wir das Foto von diesem Fahrzeug, ist mein Mobilitätspartner und baut die Zusammenarbeit noch auf. Darf ich sagen, dass du mir das Fahrzeug schenkst? Nein, Spass beiseite. Sie tun mir ein zweites Fahrzeug zur Verfügung stellen. Ich laufe in 26 Kantonen. Ich brauche Botschafter und das heisst, dass ich 26 Projekte in der Schweiz werden unterstützen. Die Botschafter haben ein paar Aufgaben. Punkt 1 ist, der Botschafter definiert die Strecke. Er wählt die Institution aus, die in dir Präsentation geschickt hat. Was sind so deine ersten Gedanken gewesen? Ja, ich habe es gut überlegt. Kann ich das machen, zeitlich? Auch ja, bringe ich die Spenden zusammen, kenne ich so viele Leute, will man Höhenmeter drin, will man sehr flach, muss man beim Sponsor UN das Ziel haben in Zürich oder in Aarau, in der Hauptstadt des jeweiligen Kantons. Das sind Sachen, die man jetzt noch organisieren muss, wo man noch muss, Ideen sammeln muss. Also was bei mir sicher ein grosser, also die grösste Herausforderung ist das mit den Spendensammeln. Vor allem das Ziel, das wir auch vorher gesehen haben. Da dachte ich, oh, wie kann ich das machen? So viele Leute kenne ich ja gar nicht. Claudia, schau mal in die Runde hier. Da hat es so viele Leute. So viele Leute. Und ich weiss, es gibt ein paar, die auf der Bank arbeiten. Gut. Wichtig ist gerade in dem Zusammenhang, wo vielleicht Rudi Renn noch nicht so vertieft kennt. Uns ist wichtig, von der Stiftung her haben wir definiert, dass jeder Franken, den wir sammeln, wir weiterspenden. Also bei uns kommt nichts irgendwie weg für Administration. Und das Geld muss immer direkt für die benachteiligten Menschen zugutekommen. Das sind unsere Auflagen, die wir haben und dem werden wir selbstverständlich treu bleiben. Claudia, von dir weiss ich, dass du gesagt hast, ich komme mal schauen, was du erzählst. Was hast du dir für Gedanken gemacht im Zusammenhang Institution? Also dort wäre mir noch wichtig, dass etwas wäre in Kombination
dir, weil mir dir auch sehr am Herzen liegen, wie zum Beispiel das, was du erzählt hast mit den Ponys. Genau, so etwas bin ich jetzt auf der Suche im Aargau, dass irgendwie Kind- und Tiertherapie in dieser Richtung etwas. Ja. Sehr gut. Danke vielmals, dass ich euch kurz aufholen durfte. Mir ist natürlich wichtig, dass ihr richtig ausgerüstet seid. Ihr kriegt selbstverständlich auch so ein Säckchen von mir. Bloß haben wir ein paar Erblinge da drin. Das Liebe, die Ausrüstung kommt dann später. Aber dass ihr bereits schon ein bisschen Werbung machen könnt für Rudi Rend. Ein Applaus für Claudi Wicht und Markus Dietsch. Ja, Projekte. Wir sind auf der Suche nach guten Projekten. Auch schon Aufruf, wenn ihr jemanden kennt, wo ihr das Gefühl habt, wo man einbinden könnte, dann sagt uns das unbedingt. Wir sind... Ich bin extrem froh, wie weit wir mit den Botschaftern schon sind. Ich habe einige Gespräche, die bereits ausstehend sind. Wir wollen verschiedene Projekte unterstützen. Ich durfte auch ganz verschiedene Gespräche führen die letzten Tage, die letzten Wochen. Und da hat es Sachen drauf, die ich durfte aus dem Gespräch erfahren, dass das ganz spannende Sachen sind. Ich komme zum letzten Thema. Das ist «Be a Friend of Rudi Rend». Das ist eine Idee, die entstanden ist, weil wir Leute hatten, die zu uns gesagt haben, «Hey Rudi, ich würde gerne deine Projekte laufend unterstützen. Aber nicht laufend im Sinn von laufen, sondern laufend im Sinn von immer wieder. Das ermöglicht uns, laufend Projekte können zu finanzieren. Wir haben auch jetzt wieder Geld in dem Pot drin, wo wir verteilen wollen, wo wir auf gute Projekte auch warten tun. Heute hast du Geburtstag, Rudi. Fürs Auto hat es leider nicht ganz geklappt. 35. Ich sage geschätzt die 25. Nein. Wir haben probiert, die Chance gerade zu nutzen. Und ich darf dir seit heute Nachmittag eigentlich offiziell bekannt geben, dass die Marke VW-Nutzfahrzeuge dein Projekt 2020 mit einem nicht ganz unerheblichen Betrag in einem vierstelligen Bereich stützen wird, so dass du finanzielle Entlastung hast, um das Projekt durchzuziehen. Sicher ein Grossteil auf der Mobilitätsseite, wo dir helfen sollte, um das Projekt super durchzuziehen. Weil, wo du mir das vorgestellt hast, sind wir am Tisch gehockt, die haben die angeschaut und sagen, nein, normal bist du wirklich nicht. Ja. Darum jetzt schon viel Erfolg und natürlich mit diesen Botschaftern auch hier. Das ist eine Riesennummer, die wir hier durchziehen und mein grösster Respekt davor und danke für mal. Mehr Informationen kriegen Sie unter rudirend.ch. Eine letzte Zahl, wenn es uns gelingt, 26 Projekte zu realisieren, jeder 5'000 Franken und dann kommen Einspendentopfen dazu, dann laufen wir richtig eine Viertelmillion und das wäre sensationell. Also, danke vielmals, schön, dass ihr da gesehen und einen guten Apéro. Danke. Es ist einfach lässig, dass wir alle hier mitmachen können, wo die Rennen und so.